Legen wir auch direkt los. Also Thema der heutigen Ausbildung, entsprechend Lenken von Steilfeuer. Ziel soll es sein, dass Sie sowohl die Tätigkeiten als vorgeschobener Beobachter als auch als Mörsertrupp kennenlernt und dann entsprechend selbstständig anwenden könnt. Je nachdem, wie schnell ihr das versteht, machen wir ein, zwei Üblagen dazu. Schauen wir mal, wie wir mit der Zeit durchkommen. Wir haben als Quelle dafür auch eine Taschenkarte bei uns auf der Webseite. Ihr wollt jetzt bestimmt irgendjemand im Teamspeak verlinken, wenn nicht. Eigentlich sollte jeder bis auf X-Ray Zugriff drauf haben. Nichtsdestotrotz findet sich sicherlich jemand, der das Ganze verlinkt. Ansonsten, das, was dort beschrieben ist, da werden wir leicht von abweichen, aber ich glaube nicht allzu sehr, weil ich da ein, zwei Sachen geändert habe, ist aber auch nicht weiter wild. Die Grundzüge sind die gleichen, so wie sie in der Taschenkarte stehen. Vom zeitlichen Ablauf bzw. Gliederung, wir machen eine kurze Einleitung, dann gehen wir den Teil durch vorgeschobener Beobachter und wechseln dann über zum Mörsertrupp, dass wir quasi beide Seiten mal gesehen haben und gehen dann, je nachdem wie viel Zeit noch übrig ist, ein, zwei Üblagen. Und dann sollte sie gegen 23:30 Uhr, wahrscheinlich ein bisschen früher sogar, Schluss sein. Dementsprechend ohne lange Umschweife legen wir auch direkt los. Dazu zu eurer Linken ist am Fuß des Turmes eine Kiste. Da nimmt sich jeder ein Kartenwerkzeug und was gerade abgehakt, Kartenwechsel von was? so eine Tabelle. Tabelle. Könnte ich im Endeffekt auch schon einen Rucksack mitnehmen, den brauchen wir zwar später, aber wenn ihr schon mal dabei seid. Vielleicht können wir dann oben auf dem Turm sammeln. Treppe wird nicht gerannt. Gut, solange die letzten auf dem Weg sind, hören sollte mich ja jetzt trotzdem jeder. Er sollte jetzt jeder momentan eine Karte, einen Kompass, ein Kartenwerkzeug, diese Tabelle haben und einen Vektor, also ein Laserentfernungsmesser. Sollte das wie bei jemandem nicht der Fall sein, dann kurz melden, aber prinzipiell sollte das jetzt bei jedem der Fall sein. Das heißt, wir fangen jetzt mit dem Teil an, vorgeschobener Beobachter. Also der vorgeschobene Beobachter ist eine Einzelperson, dem kann eventuell noch ein Funker zugeteilt werden, was durchaus zweckmäßig ist, also weniger als Funker, als mehr als Nahsicherer, weil alleine irgendwo rumliegen ist halt Kacke, weil der nicht zwingend immer mit dem Führer unterwegs ist. Aus dem echten Leben, so ein vorgeschobener Beobachter wird prinzipiell auf Kompanieebene angegliedert, quasi beim Kompaniechef. Da wir aber nur selten Kompaniestärke spielen werden, das heißt, wenn wir das in eine Mission zum Einsatz bringen, wird er quasi direkt dem Zugführer unterstellt. Das heißt, der läuft dann irgendwo mit dem Zugtrupp. Glücklicherweise haben wir theoretisch, wenn wir die Scharfschützen nicht mitnehmen, auf dem Schützenpanzer ja nochmal zwei Plätze frei. Das heißt, da nochmal für den vorgeschobenen Beobachter und seinen Funker. Ob man da jetzt inzwischen den Funker zwingend braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, weil prinzipiell geht es ja nur darum, dass der den Nahsicherer spielt. So viel zur Zusammensetzung bzw. des vorgeschobenen Beobachters. Und der hat dann die Aufgaben nach Maßgabe des Zugführers, die Ziele, die ihm zugewiesen werden, entsprechend mit Steilfeuer zu bekämpfen. Ich beschränke mich jetzt hier an der Stelle komplett nur auf Steilfeuer, hier in der Form des Mörsers, wobei das zu den anderen, also sei es Panzerhaubitze oder Feldhaubitze, prinzipiell ähnlich ist. Und das ganze Luftnahunterstützungsthema ist ein komplett anderes Gebiet. Da gehen wir komplett nicht drauf ein. Das heißt, der erste Punkt, den der vorgeschobene Beobachter macht, wenn ihm das Ziel zugewiesen wurde, ist erstmal rauszufinden, wo das Ziel ist. Wir haben geradeaus 500
ein LKW auf der Freifläche. Den hat entsprechend der Zugführer erkannt, beziehungsweise sogar ein 800. Er hat der Zugführer quasi als Feind erkannt, hat das dem vorgeschobenen Beobachter zugewiesen, damit der dieses bekämpfen kann. Das heißt, der vorgeschobene Beobachter hat jetzt sein Ziel gefunden. Ich hoffe, ihr seht das auch alle. Und kann jetzt anfangen zu arbeiten. Prinzipiell gibt es zwei Verfahren, in denen Feuer angefordert werden kann. Das ist einmal das Seestreifenverfahren und das Standortverfahren. Ich werde hier an der Stelle nur auf das Seestreifenverfahren eingehen, weil das das zweckmäßigere ist und ich sehe ja tatsächlich in AMA keinen Grund, warum ich auf das Standortverfahren zurückgreifen müsste. Prinzipiell beinhaltet das Seestreifenverfahren mehr oder weniger das Standortverfahren, nur dass dann der Mörsertruppenteil der Aufgaben übernimmt, die sonst der vorgeschobene Beobachter machen sollte. Aus dem realen Leben kann das durchaus zweckmäßig sein, wenn der vorgeschobene Beobachter nicht auf seiner Karte rummalen kann und das quasi direkt an den Mörsertrupp weitergibt, aber hier wirkt für Arma ist es deutlich zweckmäßiger, sich nur auf das Seestreifenverfahren zu beziehen. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden? Beim Seestreifenverfahren findet der vorgeschobene Beobachter die Koordinate des Ziels raus. Beim Standortverfahren meldet der vorgeschobene Beobachter seinen eigenen Standort und die Richtung und die Entfernung zum Ziel und der Mörsertrupp ermittelt dann die Koordinate des Ziels. Das ist nur hauptsächlich für AMA ein bisschen umständlicher, auch für AMA sehe ich da keinen Grund, warum man das Standardverfahren anwenden sollte. Heißt, wo befindet er sich konkret? Wie ihr die Koordinate rausfindet, ist prinzipiell euch überlassen. Meistens wird es so sein, dass ihr euch ja quasi anhand der Karten, also irgendwelcher Kartenmerkmale mal orientieren könnt, weil ihr irgendwo an der Straße oder in einem Haus steht oder sowas. Na, so dass ihr quasi das Ganze schon direkt in der Karte absehen könnt. Hier haben wir das tatsächlich nur so mehr oder weniger. Der steht in dieser Baumreihe mit drin. Das ist aber noch relativ grob. Das heißt, wir wollen da jetzt ins Detail gehen. Das bedeutet, wir brauchen jetzt, um die genaue Koordinate von dem Fahrzeug zu ermitteln, drei Informationen. Den eigenen Standort, die Entfernung und die Richtung zum Ziel. Der eigene Standort ist relativ klar hier, den habe ich glaube ich sogar markiert, das ist quasi der Turm. Also es gibt zweimal Turm, einmal den VB-Turm, da kommen wir jetzt später zu, und es gibt den normalen Turm, da befinden wir uns jetzt. Also wir haben schon mal den eigenen Standort und den sollte in der laufenden Mission dann entsprechend auch der vorgeschobene Beobachter bzw. der Zugführer laufend wissen, wo er gerade sich befindet. Je genauer das Ganze, desto besser. Ja, Sekunde, ich habe Telefon. Hervorragend. Auf wie viele Stellen ideal? 5 Stellen, 4 Stellen? Du übermittelst die Koordinate nicht, von daher ist das völlig egal. Hauptsache, du Okay. weißt, wo du bist. Dann geht es weiter mit der Richtung und mit der Entfernung. Wenn ihr einen Vektor habt, dann könnt ihr quasi beides direkt dort ablesen. Wenn das Ganze mit dem Doppelfernrohr gemacht werden soll, dann gibt es da durchaus auch Möglichkeiten. Also die Richtung kann man dann mit dem Doppelfernrohr nicht bestimmen, dafür habt ihr einen Kompass. Aber die Entfernung kann man mit dem Doppelfernrohr bestimmen. Wie das Ganze funktioniert, ist in der Taschenkarte beschrieben mit der MKS-Formel. Da werde ich jetzt aber im Detail oder zumindest an der Stelle nicht nochmal drauf eingehen. Die brauchen wir später nochmal, aber hier haben wir den Vektor, so wie wir uns ganz normal in den Loadouts auch einen Vektor dabei haben. Dementsprechend einfach R drücken mit dem Vektor und könnt ihr die Entfernung messen. Zur Richtung gibt es quasi zwei Einheiten in AMA. Es gibt die Strich und es gibt die Grad. Prinzipiell, wenn wir von Steilfeuer reden bzw. von Artillery, arbeiten wir mit Strich. Der Vektor ist standardmäßig auf Grad eingestellt. Das heißt, was müssen wir umstellen? Um das umzustellen, müsst ihr fünfmal relativ zügig hintereinander Tab drücken. Dann taucht in der Mitte des Bildschirmes quasi 360 Grad und SI-U auf. Dann drückt ihr einmal R, um die 360 auf 6400 umzustellen. Das SI-U sollte dann bleiben. Und dann drückt ihr nochmal fünfmal Tab,
das Ganze zu speichern. Der bestätigt das Ganze nochmal mit einem Store, beziehungsweise wie Storage oder Stored. So habt ihr das quasi dann auch umgeschaltet auf Strich. Hat das jeder hingekriegt? Nein. Hervorragend. Du nimmst mit B deinen Vektor raus, guckst durch die Optik durch, dass es quasi vergrößert, guckst irgendwo hin, völlig egal wohin, drückst dann fünfmal relativ zügig hintereinander Tab. Ja. Und dann taucht dort 360 Grad SI-U auf. Ja. Dann drückst du einmal R und die 360 Grad wechselt zu 6400. Ja. Dann drückst du nochmal fünfmal schnell hintereinander Tab, dann steht da Store oder STO, ja. Ja. Dann hast du jetzt deinen Vektor auf Strich umgestellt. Also die Entfernung messen mit dem Vektor könnt ihr, wenn ihr R drückt, gedrückt haltet und lasert, und die Richtung könnt ihr mit Tab. Das heißt, wir haben jetzt eine Richtung von 2756 Strich. Aber ich könnte das leicht abwandeln, wenn ihr da vielleicht auf einen anderen Blickwinkel guckt. Aber zumindest im Bereich 2750 solltet ihr sein. Und wie mit R haben wir die 850 Meter. Die beiden Werte merken wir uns und öffnen die Karte. Auf der Karte mit dem ACE Eigeninteraktionsmenü können wir das Kartenwerkzeug öffnen. Je nachdem, wie weit das Ziel weg ist, brauchen wir das kleine oder das große. Bei, weiß gar nicht, ich glaube ab 2000 bzw. so ab 1500 Meter Entfernung macht es Sinn, das große zu öffnen. Ansonsten könnt ihr mit dem kleinen arbeiten, das ist ein bisschen übersichtlicher. Das heißt jetzt, die das kleine Kartenwerkzeug öffnen. Hat das bis hierhin jeder hingekriegt? Jawohl. Ja. Wie öffnet man das? Bitte? Sorry, wie öffnet man das? Was ist denn die Standardeinstellung vom ACE-Eigeninteraktionsmenü? Ah, das ist im ACE-Eigenmenü, okay. Genau, also Karte öffnen, ACE-Eigeninteraktion und da hast du dann den Menüpunkt Kartenwerkzeug und dann die Auswahl klein und groß. Gut, dann taucht hier so ein wildes Lineal auf der Karte auf. Das könnt ihr, wenn ihr quasi Drag and Drop, also mit links draufklicken, könnt ihr das verschieben. Das heißt, das verschiebt ihr jetzt so, dass in dem Kreis der Mittelpunkt, wenn ihr ganz, ganz, ganz nah reinzoomt, dann ist da sogar noch ein kleiner schwarzer Punkt, dass der auf eurem eigenen Standort ist. Wir sind, wie gesagt, jetzt aktuell im Turm. Das heißt, das Ganze jetzt so verschieben, dass der kleine Punkt im Kreis über dem Turm steht. Dann könnt ihr, wenn ihr mit der Maus über dem Lineal weiterhin seid und Alt gedrückt haltet und Linksklick, könnt ihr das Lineal drehen. Wir hatten 2700, was waren es, 50, ne? Genau, 2750 Strich. Der äußere Kreis, also die äußere Skalierung im Kreis sind die Strich, die innere sind Grad. Wie gesagt, wir arbeiten grundsätzlich immer nur mit Strich. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt auf 2750 drehen. Wir haben die 26, dann der nächste größere Strich wäre die 27, ja, und dann wären das der nächste kleinere, 2750 müssen es sein. Nee. 850 meine ich. 20er Schritte sind das so. Genau, 20er Schritte sind das. Das heißt, wir müssen ziemlich genau in die Mitte zwischen der nicht vorhandenen 27, aber wo da, wo quasi der große Strich ist, und der 28. Wenn irgendjemand an irgendeiner Stelle nicht mitkommt, dann kurz Bescheid sagen, sonst erkläre ich weiter. Das heißt, wir haben jetzt die Richtung eingestellt auf dem Kartenwerkzeug und verschieben das Kartenwerkzeug jetzt wieder mit Linksklick so, dass die Skalierung, die jetzt auf der linken Seite ist, also das Lineal mit der 0 auf dem Turm ist. Dann hatten wir ja unsere Entfernung von 850 Metern. Das wäre dann ungefähr 2, könnt ihr ja selber mal Markierungen setzen mit eurem Namen oder mit dem Anfangsbuchstaben, das reicht da völlig aus. Beziehungsweise, die werde ich nicht sehen, ist aber auch nicht schlimm. Ich markiere es euch da mal, so was ich da habe. So, dann prüfe ich mal, ob das Ganze auch so stimmt. Ich bin verwirrt. Denn jetzt? Kann man dich denn entwirren?
Das weiß ich nicht. Also, ich habe den Scheiß gedreht. Ja. Jetzt mit dem, ich rauf's nicht. Na, du hast jetzt, nachdem du es gedreht hast, auf der linken Seite ein Lineal. Nee, ist bei mir rechts. Dann hast du es irgendwo falsch gedreht. Nee, mein Lineal ist auch rechts. Danke, es auf ist ein Frauending. Also ihr dreht es ja quasi so, dass der große Pfeil nach grob Süden zeigt. Und dann ist das Lineal auf der linken Seite. Ach so, andersrum. Also wir haben außen den Kreis mit den Zahlen, da sind die Strich. Und innen den Kreis mit den Zahlen, da sind die Grad. Wir bleiben die ganze Zeit bei Strich. Wir haben 2750 Strich, also müssen wir das Ganze so weit drehen, dass der rote Pfeil auf 2750 ja zeigt. Das ist zwischen der 27, was nicht markiert ist, und der 28, die ja markiert ist. Mittig dazwischen ist die 2750. Wenn ihr das Ganze so dreht, dann zeigt der Pfeil ungefähr nach Südosten. Ja. Und dann ist das Lineal auf der linken Seite. Ja. Hervorragend. Ja, dann könnt ihr mit dem Nullpunkt des Lineals das Ganze auf euren eigenen Standort ziehen und dann habt ihr ein ganz normales Lineal, wie gesagt 850 Meter. Ich drehe einfach mal eurer Gruppe bei. Genau, dann könnt ihr jetzt im Gruppenkanal Markierungen setzen. Dann schauen wir mal, wo ihr rauskommt. Einfach mit dem Einfachsbuchstaben ist eures Namen. Wer das Ganze schon gemacht hat, ich war eben nicht in eurer Gruppe. Ja, welche Farbe ist egal. Hauptsache ist beim Gruppenkanal. Ich weiß nicht, wie man Markierung setzt, aber ja, ich komme da auch raus. Genau, naja, passt schon. Also wir kommen alle Gruppen im gleichen Bereich raus. Ist das bei irgendjemandem nicht der Fall? Kommt er irgendwo komplett woanders raus? Ja. Gut. Dann haben wir zumindest schon mal grob die Koordinate, beziehungsweise die Position auf der Karte. Ich schaue mal, wie genau wir sind. Ich glaube, die Markierung von X-Ray ist die genaueste, das ist ein 10 Meter Abweichung. Das reicht uns aber völlig aus. Yay. Ja, aber die anderen sind ja auch Gruppen im Bereich. Gut. Bedeutet, wir haben jetzt uns einen Punkt gesetzt, da wo das Ziel ist auf der Karte. Ich lösche eure Markierungen mal, oder beziehungsweise alle anderen, und wir arbeiten mal mit von X-Ray weiter. Weil die genaueste war. Das heißt, wir haben jetzt alle nötigen Informationen, die wir brauchen, um das Steuerfeuer anzufordern. Prinzipiell ist die einzige Information, die wir erstmal brauchen, die Koordinate zum Ziel. Den sogenannten Seestreifen, also die Richtung zum Ziel, brauchen wir nur, wenn wir korrigieren. Aber dazu kommt dann später mehr. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu funken und Verbindung aufnehmen mit dem Mörsertrupp, beziehungsweise mit dem Feuerleittrupp. Wo da der Unterschied ist, dazu kommen wir dann später, sobald wir beim Mörsertrupp sind. Prinzipiell für euch als vorgeschriebener Beobachter ist da völlig egal, wer euch antwortet. Hauptsache es antwortet irgendjemand. Ich habe das Ganze hier mal mit Feuerleittrupp abgekürzt. Wenn ihr auf der Karte schaut, ganz links am Kartenrand, beziehungsweise abseits der Karte, habe ich das ganze Funkgespräch quasi für das ganze Feuerkommando mal aufgeschrieben. Das heißt, ich gehe das Ganze jetzt Schritt für Schritt durch und wir sprechen das einmal durch. Das heißt, wir haben als erstes die Verbindungsaufnahme. Das heißt, hier Feuerleittrupp, hier vorgeschoben, um auch der Feuerkommando kommen. Und dann antwortet der mit hier Feuerleittrupp, Feuerkommando kommen. Grundsätzlich beim Funken im Bereich des Stallfeuers wird alles 1:1 wortwörtlich wiederholt. Was normalerweise in der Funkbetriebssprache nicht der Fall ist, wird gar nichts wiederholt, außer es wird befohlen. Hier, wie gesagt, wird das Ganze wortwörtlich wiederholt. Das heißt, wir haben jetzt hier die Verbindung aufgebaut und jetzt will der vorgeschobene Beobachter sein Ziel durchgeben. Es gibt dort 4 Informationen, die er übermitteln muss beim Seestreifenverfahren. Zum einen die Koordinate zum Ziel, dann was das für ein Ziel ist und was es macht,
was für eine Wirkforderung ich habe und die Ausführung. Bei der Ausführung, dazu kommen wir aber gleich. Also, erstmal die Koordinate. Prinzipiell, wenn wir von Stallfeuer reden oder allgemein von Feuerunterstützung, reden wir von 8-stelligen Koordinaten, also auf 10 Meter genau. Ist sich jemand unsicher, wie man die 8-stellige Koordinate raussucht? Jo. Ja. Okay. Also wir gehen mal jetzt von dem Punkt von X-Ray aus, das ist ein bisschen ungünstig, aber wir schaffen das. Ihr seht ja, dass das ostwärts von dem Nordstrich 031 ist. Westlich, mein Fehler, westlich vom 821. Soweit sind wir quasi uns einig. Ich wechsle auch mal meinen. So. Also wir haben hier die 821 und hier die 031. Das heißt, wir sind quasi westlich bzw. südlich davon. Das heißt, der für uns interessante Quadrat erstmal ist dieser hier. Wo ist es? Kreuz, Kreuz, Kreuz. Da. Die Koordinate 030, 820. Die ist aber jetzt sechsstellig, das heißt auf 100 Meter genau. Wir wollen das Ganze aber verfeinern. Das heißt, das Kästchen, was wir jetzt quasi gebildet haben, teilen wir nochmal in 10 Unterteile auf. Ich schiebe mal mein Lineal dahin, dann kriegt man es überhaupt mit dem Lineal hin. Nee, ich mache es einfach Gruppe Auge. Wenn ihr meine Markierung schlecht sehen könnt, dann könnt ihr oben rechts neben der Uhr, da sind diese drei Rechtecke, dann könnt ihr die Texturen ausmachen, sodass die Karte weiß ist, beziehungsweise grün für die Wälder, dann sieht man das deutlich besser. Ein bisschen zu groß. Also ihr teilt euch das Kästchen nochmal quasi in Unterkästchen auf. Ich beschrifte die auch nochmal. Hier wäre... Also das 100x100 Kästchen ist unsere 030 820. Wir wollen aber auf den Punkt X-Ray und nicht quasi das Kreuz, was ich gesetzt habe. Um zum Punkt X-Ray zu kommen, müssen wir jetzt quasi noch eine jeweils vierte Stelle hinzufügen. Das heißt, wir machen erst die West-Ost-Koordinate, also quasi ran an den Baum, wenn ihr euch das so vorstellt. Ich zeichne euch also nochmal einen lustigen Baum. Ein bisschen krüppeliger Baum. Aber prinzipiell ran an den Baum, quasi erst diese Koordinate, so wie ihr es ganz normal im Koordinatensystem kennt, und dann rauf auf den Baum. Das heißt, wir werden hier bei 0309 und rauf auf den Baum wäre 820 ebenfalls 9. Ich kann das jeder nachvollziehen können. Ja. Jawohl. Hervorragend. Mein Kindergartenquatsch mache ich wieder weg. Das heißt, wir haben jetzt hier, am besten schreibt ihr euch das Ganze auch auf, damit ihr es nicht vergesst. 030982209. So, das ist jetzt unsere Koordinate, also nicht da, wo der Punkt ist, sondern da, wo der Punkt X-Ray ist, aber die Koordinate ist 030982209. Das heißt, wir haben jetzt die Zielkoordinate. Dann brauchen wir, was ist das für ein Ziel und was macht das gerade? Wir haben hier einen LKW in Stellung, so wie ihr es quasi auch links auf der Karte absehen könnt. Unsere Wirkungsforderung ist zerschlagen. Zu den Wirkungsforderungen, es gibt da eine ganze Reihe verschiedener. Für uns in AMA interessant sind eigentlich nur drei Stück. Zerschlagen, blenden und beleuchten.
Blenden, da wird Nebel geschossen. Es gibt noch die Abwandlung Blenden mit Präsenz, da wird quasi dann Nebel und HE geschossen. Also HE für Spreng. Beleuchten logischerweise wird Illum geschossen. Und bei Zerschlagen wird Spreng geschossen. Das sind die drei, die für Armor relevant sind. Wenn wir in den Bereich einer Panzerhaubitze gehen, die müsste, meine ich, auch von BW-Mod Smart-Munition haben, also Suchzünder-Munition. Da können wir auch in den Bereich von vernichten. Ist aber nicht so schlimm. Wir beschränken uns hier auf den Mörser mit den drei Wirkungsforderungen. Bei den Wirkungsforderungen beleuchten und blenden muss immer noch eine Zeit dazu gegeben werden. Also für wie lange soll es beleuchtet oder geblendet werden. Beim Zerschlagen reicht einfach nur Zerschlagen. Und dann die vierte Information, das Ausführungskommando. Da gibt es im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Schießen, wenn bereit, oder schießen auf Kommando. Gibt es zum Feuerkommando Fragen? Also ich wiederhole es quasi nochmal zum Gesamtkonstrukt. Also wäre der Funkspruch, hier vorgeschobener Beobachter, Planzeiger 0309 8209 LKW-Instellung zerschlagen, Schuss wenn bereit, kommen. Gibt es zum Feuerkommando Fragen? Sollte alles relativ selbst erklären. Was war die Alternative zu Schuss, wenn bereit? Schuss auf Kommando, beziehungsweise Fertigmeldung, wenn bereit. Also dass ich weiß, wann er fertig ist zum Schießen. Und dann ich sage ihm dann, wann er schießen genau. Okay. Also so, wenn Schuss, wenn bereit, dann schießt er quasi sofort, wenn er fertig ist. Und Schuss auf Kommando wäre, der meldet erst, jetzt ist er fertig und dann kommt nochmal vom vorgeschobenen Roboter das Kommando, er soll schießen. Das sind die zwei Unterschiede. Wie schon angesprochen, in der Funkbetriebssprache für Lenken von Stallfeuer wird alles wortwörtlich wiederholt. Das heißt hier, der Feuerleittrupp wiederholt das Ganze wortwörtlich nochmal. Dann passiert auf dem Funk erstmal eine ganze Weile nichts. Nichtsdestotrotz ist das Funkgespräch weiter noch quasi geöffnet. Das heißt, der Mörsertrupp fängt jetzt an, irgendwelche Dinge zu tun, zu arbeiten, wild rumzurechnen. Und meldet dann irgendwann, hier Feuerleittrupp, Schuss kommen. Das Schuss kommen gibt er ab, wenn quasi der Mörser schießt. Der vorgeschobene Beobachter bestätigt das Ganze nochmal und dann wird weiter gewartet. Der Feuerleittrupp meldet dann 5 Sekunden vor dem Aufschlag, in dem er funkt, hier Feuerleittrupp, Achtung Aufschlag, kommen. Dann nochmal kurz den Zeus wechseln, ich hoffe, ihr hört mich jetzt wieder. Das heißt, sobald ihr vom Feuerleittrupp hört oder vom Mördertrupp hört, Achtung Aufschlag, müsst ihr, am besten geht ihr dann raus aus dem quasi Vektor bzw. DF und beobachtet mit dem bloßen Auge, weil das durchaus sein kann, dass die Abweichung relativ groß ist. Jetzt lasse ich da mal was landen, Moment. Gut, sollte jeder den Aufschlag gesehen haben. Grundsätzlich, warum sind denn diese wilden Flaggen? Wenn wir von Stallfeuer reden, dann spricht die Artillerie davon, von einem Volltreffer, wenn der Einschlag in einem Radius von 50 Meter zum Ziel ist. Und das sind genau diese weißen Flaggen. Die weißen Flaggen sieht man vielleicht ein bisschen schwer am weil die ein bisschen unterschiedlich stehen, sind quasi wie in einem Kreis um den LKW platziert. Das heißt, die sind genau 50 Meter entfernt. Ich entferne mal ein paar, vielleicht sieht man das deutlicher.
Jetzt sollte man es vielleicht ein bisschen besser gehen. Also jeder dieser Flaggen ist 50 Meter entfernt. Und alles, was innerhalb dieses Kreises landet, wäre quasi ein Volltreffer. Und wir werden sofort zum Wirkungsschießen übergehen. Da unser Einschlag aber außerhalb des Kreises war, müssen wir jetzt quasi korrigieren. Was ich jetzt in meiner wilden Strichaufzählung vergessen habe, sehe ich gerade, ist aber nicht so schlimm, ist, der Feuerleittrupp braucht jetzt vom vorgeschobenen Beobachter seinen sogenannten Seestreifen. Der Seestreifen ist die Richtung, in die er guckt. Das hatten wir ja vorhin schon ausgemessen, das sind ja 2755 Strich. Das heißt, nachdem gemeldet wurde, hier Feuerleittrupp, Achtung, Aufschlag kommen, dann beobachtet der vorgeschobene Beobachter, stellt fest, ja, ist außerhalb, man muss jetzt korrigieren. Zum Korrigieren braucht man A, den Seestreifen und B, die Ablage. So, Moment. Da das ja bei Arma die Detonationen immer verschwinden, setze ich euch da auch mal eine Flagge, damit ihr es quasi weiterhin seht, wo das Ganze eingeschlagen ist. Was haben wir hier für eine tolle Flagge? Müsste irgendwo rot sein. Genau. Da. Jetzt sollte jeder die rote Flagge sehen. Ja. Da war der Aufschlag. Wir sehen das ja deutlich außerhalb des Kreises. Das heißt, wir müssen jetzt die Ablage von uns aus gesehen und den Seestreifen übermitteln. Wie finden wir jetzt die Ablage raus? Mit dem Vektor ist das ziemlich einfach. Der hat die Funktion, um das Ganze uns anzuzeigen. Wenn wir das Ganze mit einem DF machen würden, machen wir die Links-Rechts-Entfernung über die Strich, also über die MKS-Formel. Dazu kommen wir später, was die MKS-Formel ist. Die brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Zumindest, da wir ja einen Vektor haben. Und dieses weiter und kürzer schießen würde man über das sogenannte Eingabeln machen. Bedeutet, ich schätze grob ab, wie weit entfernt ist der Einschlag von meinem Ziel. Also wir sind ja jetzt quasi drüber, das heißt, wir müssen kürzer schießen und nehme dann eine Entfernung, die auf jeden Fall vor dem Ziel dann einschlägt. Und dabei immer das Doppelte, oder was heißt das Doppelte, sondern die kleinste Entfernung, die wir da korrigieren, ist 50 und dann nimmt man immer quasi immer das Doppelte von der nächsten Zahl. Das heißt, wir haben die 330 haben. Naja, Moment. Immer mit der Ruhe. Also wir reden jetzt von, wir arbeiten mit dem DF, nicht mit dem Vektor. Das Ganze einfach nur als Zwischenschritt. Ich sage dann gleich, wie man das Ganze mit dem Vektor macht. Das heißt, wir haben bei dem DF die Schritte 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter. Das heißt, wir sehen, wir sind ja jetzt zu weit, also müssen wir kürzer schießen. Das heißt, wir nehmen dort irgendeine Entfernung, die auf jeden Fall dann vor dem Ziel ist. Das müssen wir aber grob abschätzen. Da gibt es keine Möglichkeit, um das quasi zu messen. Wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, dann sagt ihr einfach direkt 800 Meter. Das kann dann aber dazu führen, dass ihr relativ oft korrigieren müsst. Ich sage jetzt einfach, das waren 400 und dann kommt quasi der nächste Einschlag. So würde man es mit dem DF machen. Wir haben aber den Vektor und machen das mit dem Vektor. Der hat tatsächlich diese Funktion extra für das Steilfeuerschießen, um diese Ablage euch anzuzeigen. Wie funktioniert das Ganze? War das eine Frage? Nee, jetzt einen Moment. Also. Selber kurz gucken. Genau. Ihr tippt Tab kurz an und drückt es dann. Also quasi einmal kurz antippen und danach drücken. Dann zeigt ihr euch die Richtung und irgendeine Minuszahl bzw. auch Pluszahl als Live-Ding an. Ihr müsst Tab die ganze Zeit gedrückt halten. Also wir nehmen erstmal den Einschlag ins Ziel. Naja, immer mit der Ruhe. Erstmal musst du, egal was Ziel nehmen, einmal Tab antippen und dann gedrückt halten, so dass sich die Richtung quasi live updatet. Dann geht ihr auf das Ziel, also auf den LKW, und drückt einmal kurz R. Dann steht da 1-P, also quasi unser erster Punkt. Ja. Geht dann vom Ziel zum Einschlag und lasst Tab los. Und dann steht da, bei mir steht jetzt R6, D198. Bei mir
mir steht 2720 und 200. Aber ein R und ein D steht davor. Nee. Also keine Buchstaben. Bei mir R7, D202. Okay, also wenn jemand keine Buchstaben hat, dann hat das nicht geklappt. Also nochmal, einmal Tab antippen und dann Tab gedrückt halten. Bis sich wirkt die Richtung live updated. Wenn ihr euch quasi bewegt, dann seht ihr ja, die Zahlen verändern sich. Ja. Ihr haltet Tab die ganze Zeit gedrückt, Bild mit dem kleinen Kreis in der Mitte auf den LKW, drückt einmal R, dann steht da 1-P, geht dann auf die rote Flagge und lasst Tab los. Jetzt steht R6D240. Genau. Hat das jemand nicht hingekriegt? Gut. Das heißt, unsere Korrektur, die wir jetzt melden müssten als vorgeschobene Beobachter, wäre rechts 6 Meter. Das D steht für Drop. Entsprechend, wenn wir weiterschießen müssten, wäre da ein A. Das steht für quasi Add. Das Deutsche ist zulegen. Für weiterschießen oder abbrechen für kürzer schießen. Das heißt, unsere Korrektur wäre rechts 6 Meter, abbrechen 211 Meter. Ist bei mir jetzt zumindest. Ist das nicht die Gradzahl links? Nein, das sind keine Gradzahlen, das sind Meterzahlen. Okay. Da ich aber schon angesprochen hatte, unsere quasi Genauigkeit beim Steilfeuerschießen sind 5 Meter, 50 Meter, das heißt, ihr rundet das Ganze so, dass ihr auf 50 bzw. 0 kommt. Bei rechts 6 Meter brauchen wir nicht zu korrigieren, das ist quasi einfach 0. Und bei Abbrechen 211, also bei mir sind das 211, melde ich auch nicht 211, sondern ich nehme quasi das nächste, also 50 oder 0. Das wäre ja quasi hier an der Stelle die 0, also 200. Das heißt, meine Korrektur wäre Abbrechen 200. Der Funksprech lautet dann Feuerleittrupp, hier vorgeschobener Beobachter, Seestreifen, 2750, abbrechen, 200, kommen. Ja. Der Feuerleittrupp bestätigt das Ganze nochmal, fängt wieder an Dinge zu tun und irgendwann kommt wieder hier Feuerleittrupp, Schuss kommen, der vorgeschobene Beobachter beobachtet das Ganze, beziehungsweise korrigiert das Ganze, nicht korrigiert, sondern beobachtet das Ganze. Herrgott, nochmal, Sprachfähigkeit. Bestätigt das Ganze. So, das war das Wort, das ich gefunden habe. Jetzt haben wir es. Wie kam dieses komische Seestreifending zustande? Das ist deine Richtung. Der Seestreifen ist deine Richtung. Der Streifen, in den du gerade siehst. Den kannst du mit dem Vektor rausfinden, wenn du einfach nur Tab drückst. Also Tab gedrückt hältst. Das hatten wir ja ganz am Anfang. Aha. Deshalb, also ich habe es jetzt auch nochmal gerundet. Bei mir sind es 2755. Ich habe es auf 2750 gerundet. Man kann auch die genaue Zahl nehmen, aber ihr habt es ja selber gesehen. Auf dem Kartenwerkzeug kann man das eh nicht so genau einstellen. Von daher passt das schon. Wird der Seestreifen nur übermittelt, wenn es eine Korrektur gibt oder generell? Genau, der wird nur übermittelt, wenn es eine Korrektur gibt. Weil wenn du keine Korrektur brauchst, brauchst du auch den Seestreifen nicht. Deshalb spart man sich den zu Beginn. Okay. Das ist ein Grund, dass das Ding Seestreifenverfahren heißt, obwohl ich den am Anfang gar nicht benutze? Das musst du denjenigen fragen, der sich das Ganze ausgedacht hat. Weil es wahrscheinlich dann Oberfeld wäre. Wie hieß, würde es denn deiner Meinung nach hießen? Eventuell Seestreifenverfahren? Ich würde das dann vertauschen, dann würde das Ganze mehr Sinn machen. Ich finde es tatsächlich auch von der Namensgebung andersrum sinnvoller, vor allem wenn man das Standortverfahren kennen würde. Ist aber nun mal so, wie es ist. Das heißt, das, was ich euch jetzt erkläre, ist ein Seestreifverfahren und auf das Standortverfahren gehen wir nicht ein. Also, wir haben jetzt übermittelt die Korrektur im Seestreifen. Der Feuerleittrupp hat wieder Schuss gemeldet. Dann vergehen wieder 30, 40, 50 Sekunden, je nachdem, wie lang das Moped durch die Gegend fliegt. Der Feuerleittrupp meldet wieder Achtung, Aufschlag. Wir gehen raus aus dem DF bzw. aus dem Vektor, beobachten den Einschlag. Gut, jetzt müssen wir hier an der Stelle abschätzen können, ob das Ganze innerhalb dieser 50 Meter ist. Ist aber schon verdammt nah ran, also
Gehen wir davon aus, dass es 50 Meter sind. Ansonsten, wenn ihr euch da unsicher seid, könnt ihr ja nochmal nachmessen, beziehungsweise das Nachmessen ist hier relativ schwierig, weil er quasi genau dahinter ist. Also es ist schon quasi fast da drauf gelandet. Von daher sind wir jetzt im Ziel. Das heißt, der vorgeschobene Beobachter meldet das hier, vorgeschobener Beobachter, Wirkungsschießen, kommen. Der Feuerleitrupp bestätigt das Ganze und fängt wieder an, Dinge zu tun. Grundsätzlich zum Wirkungsschießen beim Zerschlagen. Die Munition wird zumindest hier in Arma so geliefert, dass ihr in der Kiste 8 Patronen habt. Und pro Feuerkommando verbrauchen wir diese komplette Kiste. Das heißt, wenn ihr zum Einschießen, so wie jetzt hier, 2 Schuss gebraucht habt, dann habt ihr fürs Wirkungsschießen noch 6 übrig. Zumindest für das eine Rohr. Wenn ihr jetzt fürs Einschießen deutlich mehr gebraucht habt, dann habt ihr entsprechend fürs Wirkungsschießen weniger. Ihr könnt aber nochmal Wirkungsschießen nachfordern, wenn das quasi keine Wirkung im Ziel hatte, sodass ihr quasi nochmal eine Kiste mit 8 Punkten verbraucht. Was ihr euch quasi einfach nur merkt, als vorgeschobener Beobachter oder als Mörsertrupp, wenn ihr eine Kiste aus dem Wolf holt oder aus dem Fahrzeug, wo ihr drauf seid, dann sind da 8 Patronen drin. Und pro Feuerkommando werden diese 8 Patronen verbraucht. Fürs Einschießen als auch fürs Wirkungsschießen zusammen. Beim Beleuchten bzw. Blenden, hatte ich angesprochen, muss bei der Wirkungsforderung eine Dauer übermittelt werden. Und dann muss man ein bisschen im Kopf rechnen mit der Flugdauer. Dazu kommen wir gleich, wie man die Flugdauer bestimmt beim Mörsertrupp. Aber prinzipiell der Nebel bzw. das Beleuchten von einer Patrone hält ungefähr 50 Sekunden an. Das heißt, wenn ihr jetzt für 4 Minuten beleuchten sollt, dann braucht ihr ungefähr 5 Patronen, die dann auch entsprechend überschlagend geschossen werden müssen. Wir beschränken uns aber hier hauptsächlich auf das Zerschlagen, weil das Ganze sonst ein bisschen zu kompliziert würde. Aber prinzipiell kann man sich das, denke ich, mal vorstellen, dass wenn direkt der Nebel bzw. das Lichten für 50 Sekunden steht pro Patrone, dann muss ich halt entsprechend so schießen, dass die nächste kommt, wenn die erste ausgeht. Muss dabei aber quasi direkt die Flugzeug der Patrone bzw. des Geschosses mit einberechnen. Aber zurück zum Zerschlagen. Wie gesagt, wir haben jetzt das Ziel getroffen. Vorgeschobener Beobachter fordert Wirkungsschießen an. Der Feuerleitrupp bestätigt das Ganze nochmal. Dann fangen die an, ihre Kiste leer zu schießen. Und beim letzten Schuss melden die nochmal, hier Feuerleitrupp, Achtung, letzter Aufschlag, kommen. Damit der Vorgeschobene auch noch weiß, jetzt in 5 Sekunden ist es vorbei. Sobald der letzte, beziehungsweise lasse ich die einfach mal kommen. Wollen sie hier anschaulich machen. Irgendwann kommt dann wieder Achtung, Aufschlag. Und dann bedeutet das 5 Sekunden bis zum letzten. Und das war der letzte. Warum schlagen die jetzt so kreuz und quer ein? Weil die ja ein bisschen mitstreuen, aber dazu kommen wir dann beim Mörser dazu. Also prinzipiell, wenn der Mörser nichts verändert, dann landen die fast punktgenau auf dem gleichen Punkt. Das wollen wir aber nicht. Also wir wollen durchaus ein bisschen Streuung reinbringen. Dazu aber später mehr beim Mörsertrupp. Aber prinzipiell schießen die so, dass es ungefähr so in einem, wie gesagt, in unserem 50-Meter-Kreis alles drin liegt. Wo war ich? Ja, Wirkungsschießen zu Ende. Der vorgeschobene Beobachter hat tatsächlich Wirkung im Ziel. LKW ist zerstört. Dementsprechend meldet er Ziel zerschlagen, Ende. Und damit ist das Feuerkommando beendet und der Mörsertrupp, beziehungsweise wenn es mehrere Mörser sind, der Feuerleittrupp sind wieder für die Folgeaufträge bereit. Gibt es dazu Fragen? Wie gesagt, das ganze Funkgespräch habe ich euch auf der Karte auch nochmal niedergeschrieben. Vielleicht nur mein Fehler, ich habe da den Seestreifen vergessen drin. Ich korrigiere das aber gleich nochmal und löse das dann in der Pause raus, dass wir jetzt quasi gleich, wenn wir in die Üblage gehen, haben das Ganze auch nochmal richtig auf der Karte habt. Gut, wenn es keine Fragen gibt,
dann sind das quasi die Tätigkeiten des vorgeschobenen Beobachters. Mehr muss der Mensch nicht können. Das heißt, ihm wird ein Ziel zugewiesen vom Zugführer oder vom Kompaniechef, je nachdem, auf welcher Ebene wir spielen, aber in der Regel vom Zugführer. Er muss dann rausfinden, wo das Ziel auf der Karte ist, also die Koordinate des Ziels. Vermittelt dann die Koordinate, was das für ein Ziel ist, was das Ziel macht, welche Wirkungsforderungen er hat und wie er schießen will, also entweder sofort oder auf Kommando an den Mörser bzw. Feuerleittrupp. Die tun Dinge, dann schlagen Geschosse ein. Wenn die direkt im Ziel sind, dann kommt direkt das Wirkungsschießen. Aber wenn nicht, dann müssen die sich erst einschießen. Sobald das abgeschlossen ist, kommt dann entsprechend das Wirkungsschießen. Sobald das Ziel zerstört ist oder zerschlagen ist, ist das Ganze vorbei. Das Ganze nochmal als Schnelldurchlauf, als Zusammenfassung. Wenn es jetzt dazu keine Fragen gibt, sammeln wir wieder unten am Fuß des Turmes. Weil dann sind wir beim Vogelbeobachter durch. Gut, Halbkreis um den Mörser rum. Ich mache ein bisschen noch das Gras weg. Dann sieht man noch ein bisschen besser. Haben wir alle, ja. Also, kommen wir jetzt zu dem Teil Mörsertrupp bzw. Feuerleittrupp. Was da die Unterschiede sind, dazu kommen wir gleich. Zunächst mal zu dem Arbeitsgerät an sich. Ah, hier der Mörser Tampella 120 mm vom BW-Mod. Den gibt es auch nochmal als Variante von Red and Tank. Die funktioniert aber nicht so ganz richtig mit Ace. Dementsprechend empfiehlt es sich, den vom BW-Mod zu nutzen. Nachteil von dem vom BW-Mod, den kann man quasi wie eine statische Waffe nicht zerlegen und auf dem Rücken tragen, sondern den kann man quasi nur Hand tragen, so wie ihr Kisten tragt, und dann in Fahrzeuge verladen. So kommt ihr dann quasi von A nach B. Also ihr könnt das Ganze nicht abbauen, auf dem Rücken schnallen und durch die Gegend laufen, würde auch im echten Leben nicht funktionieren, weil allein die Bodenplatte, also quasi das Ding, wo das unten draufsteht, meine ich 40 Kilo wiegt. Und daneben seht ihr die Munitionskiste. So sehen die alle ähnlich aus. Oben drauf müsste auch stehen, was das für eine Patrone drin ist. Hier HE für Spreng. DM81, das ist mit dem Aufschlagzünder. Wie schon angesprochen, in den Kisten sind standardmäßig 8 Patronen drin und mehr passen da auch nicht rein. Der Mörser an sich hat eine Minimalreichweite von 450 Metern und maximal, jetzt weicht das ein bisschen ab, im realen Leben von 6350 Metern. Hier im Spiel, wenn man den Wind ausschaltet, von ungefähr 8000 Metern. Das kommt so ein bisschen auf die Servereinstellung an, ob der Wind an oder aus ist. Ich habe, wenn man Wind einschaltet, durchaus das ein oder andere Problem festgestellt, allgemein beim Steilfeuerschießen. Deshalb ist es bei uns deaktiviert, dementsprechend steigt auch die Reichweite auf 8000 Meter. Aber auf 8000 Meter schießen wird da relativ unpräzise. Dementsprechend solltet ihr euch immer so im Bereich, ich würde mal sagen, maximal 5000 Meter bewegen und dann euch näher ran verschieben als Mörsertrupp. So viel zu den Entfernungen. Ansonsten noch ein Hinweis. Ich habe jetzt auch beim Testen einen Bug festgestellt, warum auch immer. Wenn man quasi erstmalig auf den Server kommt und teilweise auch nach dem Ausladen aus dem Fahrzeug, ist der erste Schuss, den man verschießt, immer deutlich zu kurz oder 200, 300 Meter zu kurz. Mir ist ja jetzt kein Weg untergekommen, wie ich das Ganze beheben könnte. Und es ist ein bisschen zufällig. Also manchmal ist es, wenn ich das erste Mal auf dem Server bin und das erste Mal schieße, manchmal ist es tatsächlich jedes Mal, wenn ich das Ding aus dem Fahrzeug auslade. Sollte das der Fall sein, da nicht verwundern. Zu
den Korrekturen kommen wir aber gleich. Wir das nur im Hinterkopf behalten. Es könnte sein, dass ihr da einen Bug habt und deshalb mit dem ersten Schuss nicht trefft. Danach funktioniert alles wunderbar. Das quasi nochmal zu den technischen Sachen. Grundsätzlich Mörsertrupp bzw. Feuerleittrupp. Also grundsätzlich der Mörsertrupp besteht zumindest hier aus Armor zweckmäßig aus 2 Personen. Und wenn wir jetzt mehr als, oder wenn es nur ein Mörser ist, dann ist auch gleichzeitig der Mörsertrupp der Feuerleittrupp. Wenn wir jetzt mehrere Mörser haben, die gleichzeitig schießen sollen auf das gleiche Ziel, dann kann ich entweder einen separaten Feuerleittrupp haben, der kann aus einer einzelnen Person bestehen, oder einer von den Mörsern macht parallel Feuerleittrupp. Das kommt so ein bisschen auf die Spieleranzahl an. Prinzipiell gehe ich das Ganze jetzt aber quasi von dem Einzelmörser aus, was macht der Feuerleittrupp, was macht der Mörser, weil das ja quasi die gleichen Personen sind. Und so kann man sich dann die Aufgaben ein bisschen aufteilen, wenn wir mehr als ein Mörser sind. Aber es muss dann quasi der Führer vor Ort dann so ein bisschen entscheiden. Genau, einen Punkt habe ich vergessen. Wo ist mein Ding hier? Genau. Transportfahrzeug ist aktuell bei der Bundeswehr der Wolf. Ist tatsächlich auch von Red Tank so umgesetzt. Wenn ihr hinten reinschaut, da ist das Ganze quasi hinten auch zerlegt, aufgebaut, bzw. zerlegt drin im Kofferraum. Je nach Zeitalter, in dem man spielt, hatte früher oder gab es früher, bzw. gibt es teilweise immer noch, bei der Jägertruppe den sogenannten Panzermörser. Das ist quasi ein M113. Den stelle ich euch auch mal hin. Das Ding hier. Und hinten quasi hat das keinen hinteren Kampfraum, sondern den Mörser. Den gibt es so in Arm aber nicht. Lemon hat das mal in der Mission durch ein bisschen rumfummeln und Objekte hinzufügen, das hingekriegt, dass man einen Panzermörser hatte, aber so als Objekt, als richtiges Objekt gibt es den noch nicht. Der Panzermörser wurde früher bei den Panzergrenadieren eingesetzt, heute bei den Jägern und auf Wolf-Version bei den Gebirgsjägern und den Fallschirmjägern. Ist aber auch nur ein Transportmittel. Beim MTW, also beim M113, kann man das direkt vom Fahrzeug aus verschießen. Also ist der quasi fest verbaut und man schießt aus dem Fahrzeug heraus. Beim Wolf muss man das quasi erst ausladen und dann steht man neben dem Fahrzeug. Das heißt, wir kommen irgendwann in unserem Feuerstellungsraum an, holen unseren Mörser raus und schon mal eine Munitionskiste. Wir sollten nicht alle Munitionskisten abladen, weil wir durchaus schnell wieder verlegen müssen. Dementsprechend sollte das dann entsprechend nicht 3 Jahre dauern, bis wir alle Munitionskisten wieder aufgesammelt haben, sondern wir machen uns möglichst wenig breit. Wenn wir mit mehreren Mörsern unterwegs sind, dann halten wir durchaus Abstand, also ich sag mal mindestens 30, ja 50 Meter zwischen den einzelnen Mörsern bzw. den Fahrzeugen. Den Mörser vom Fahrzeug muss man auch nicht ewig weit wegschleppen, sondern den könnt ihr ausladen und direkt neben dem Fahrzeug stehen lassen, dann könnt ihr auch schneller wieder einladen. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren einzelnen Mörsertrupp mit 2 Mann, die haben ihren Feuerstellungsraum bezogen, entsprechend den Mörser ausgeladen, eine Munitionskiste ausgeladen und so sieht das Ganze aus. Jetzt sitzen die da und warten auf das erste Feuerkommando. Wie das Ganze sich im Funk anhört, hatte ich ja vorhin schon vorgemacht, beziehungsweise steht es ja auf der Karte. Das heißt, der vorgeschobene Beobachter meldet jetzt das Ziel mit der Koordinate. Was wir jetzt brauchen als Mörsertrupp, beziehungsweise kann das schon mal als Vorbereitung gemacht werden, ist die eigene Koordinate. Und das Ganze, oder was heißt nicht die eigene Koordinate, sondern der eigene Standort. Da sollte man sich einen Punkt drin setzen. Moment, den ganzen anderen Müll weg. Also wir befinden uns ja ungefähr beim Turm, dementsprechend hat der eigene Standort vom Mörser jetzt markiert, ungefähr. Je genauer man da arbeitet, desto besser. Und wie gesagt, die eigene Markierung kann man sich für sich schon setzen, sobald man quasi den Mörser ausgeladen hat, sich ein bisschen zurechtgefunden hat und alles vorbereitet. Das heißt, man muss nicht warten, bis das erste Feuerkommando kommt, sondern den eigenen Standort sollte man vorher schon bestimmen. Dann geht das Ganze schneller. Das heißt, wir haben jetzt unseren eigenen Standort und der vorgeschobene Beobachter hat uns jetzt eine Zielkoordinate gemeldet. Die Zielkoordinate steht ja immer noch auf der Karte. Das heißt, die Koordinate, die wir jetzt im Funk gehört haben, markieren wir uns ebenfalls auf der Karte. Das ist die Markierung X-Ray.
Jetzt haben wir unseren eigenen Standort auf der Karte markiert und das Ziel auf der Karte markiert. Jetzt brauchen wir zum Schießen zwei Informationen. Die Richtung von uns zum Ziel und die Entfernung von uns zum Ziel, also vom Mörser mit uns gemeint. Auch hier wieder kommt das Kartenwerkzeug zum Einsatz. Gleiches Spiel. Wir schieben das Kartenwerkzeug mit dem Kreis auf unseren Punkt. Im Kreis ist ja nochmal dieser kleine schwarze Punkt. Und schieben dann mit der Alt-Taste den roten Pfeil so weit, dass er möglichst genau über dem X-Ray-Punkt kommt. Logischerweise, da wir jetzt genau neben dem Beobachterpunkt stehen, wird sich das Ganze nicht großartig unterscheiden. Aber ich komme jetzt auf A2780-. Ja, gleiches Prinzip wie eben beim vorgeschobenen Beobachter mit der Richtung. Dann brauchen wir die Entfernung. Auch hier wieder Lineal verschieben. Aber auch da sollten keine Überraschungen auftreten. Das heißt, wir müssen ungefähr bei 580 rauskommen, 850 rauskommen. Ja, nicht ganz, ich habe 860, aber ist auch jetzt nicht so schlimm. Ich würde da zumindest im ersten Bereich, also im ersten Einschießen, auch hier in 50er Schritten arbeiten. Also 580, 900, 950 und so weiter. Die Informationen sollten wir uns entsprechend aufschreiben. Ich mache das immer auf der Karte. Das heißt, wir hatten eine Richtung 2780 und eine Entfernung von 850 Metern. Entweder ihr schreibt euch die Einheiten mit dazu oder ihr merkt euch einfach immer erst Richtung, dann Entfernung. Wie ihr euch das Ganze koordiniert oder ihr nehmt euch einen Zettel, legt euch auf den Tisch und schreibt es da auf. Ich arbeite mit der Karte. Wie ihr euch das einteilt, ist da völlig egal. Das heißt, wir haben vorher noch quasi im Mörsertrupp, wir haben einen Richtschützen und einen Ladeschützen. Wer von den beiden das Ganze jetzt macht auf der Karte, das Rumgefummle, könnt ihr euch selber einteilen. Ich würde das aber so machen, dass der Ladeschütze an der Karte rumfummelt. Das heißt, das, was ich jetzt quasi euch gesagt habe, das macht der Ladeschütze. Ist aber prinzipiell völlig egal, wer von den beiden das macht. Während der Richtschütze sich reinsetzt und kann quasi dann schon mal in die Richtung drehen. Lass uns das mal machen, auf 2780 drehen. Mit dem Mörser, den wir hier haben. Auf wie viel? 2780. Das werdet ihr gleich selber sehen, beziehungsweise nachher, wenn wir in die Üblage gehen und euch mal reinsetzt, habt ihr oben rechts, sind quasi alle Informationen, die ihr braucht. Also da oben steht die Erhöhung und die Richtung. Oben rechts bei der Waffenanzeige. Seht ihr dann, wenn ihr euch selber mal reinsetzt. Gut, wir haben jetzt, wie gesagt, die Richtung, die können wir so 1:1 übernehmen. Der Mörser ist auch selber schon auf Strich eingestellt, das heißt, da müssen wir auch nichts umändern, sondern können uns einfach drehen und drehen uns so lange, bis es 2780 oben rechts steht. Jetzt müssen wir aus der Entfernung eine Erhöhung machen, also die Rohrerhöhung. Dazu brauchen wir die Tabelle. Dazu mit dem ACE Eigenreaktionsmenü und der Ausrüstung müsste da stehen Mörser 120 mm. Das öffnet sich ein wildes Fenster mit ganz vielen Ladungen und Zahlen und ganz wilden Tabellen. Grundsätzlich auf der linken Seite habt ihr die Ladungen, damit könnt ihr weiterschießen. Also quasi ihr fügt dann in Anführungszeichen mehr Treibladung in der Patrone hinzu und könnt damit weiterschießen. Das macht ihr aber in Arma, indem ihr einfach nur F drückt. Also der Richtschütze muss dann F drücken. Und ihr habt hier die verschiedenen Munitionssorten. Wir wollen, steht ja auf der Kiste drauf, glaube ich, beziehungsweise in der Kiste an der Munition, die DM81 verschießen. Jetzt hatten wir eine Entfernung von 850 Meter, das heißt, es reicht uns der Ladung 0. Und wir können dann ablesen, 850 Meter ist dann eine Erhöhung, das ist dann die zweite Spalte, 1221. Und die fünfte Spalte, da steht dann Time of Flight oder Flugzeit, da sind wir bei 21,3 Sekunden. Konnte mir bis hierhin jeder folgen? Ja. Ja. Hervorragend. Das heißt, ich sage jetzt dem Richtschützen, Erhöhung 1221. Der kann dann
mit der Bild-auf-Bild-ab-Taste die Rohrerhöhung ändern. Und ihr werdet dann feststellen, mit Bild-auf-Bild-ab ist das relativ, also die Zahlen springen relativ schnell oder die laufen relativ schnell. Das könnt ihr nochmal fein justieren, indem ihr Shift gedrückt haltet, also Umschalt gedrückt haltet und Bild-auf-Bild-ab drückt, sodass ihr auch wirklich auf die Erhöhung kommt. Und ihr müsst ihm sagen, welche Ladung er schießen soll. Wir haben hier Ladung 0. Also Richtschütze, Ladung 0, Erhöhung 1, 2, 2, 1. Dann besteht ihr das Ganze, jo, liegt an und dann könnt ihr quasi schießen. Das mit der Ladung ist extrem wichtig. Weil wenn ihr eine andere Ladung nehmt, oder der Richtschütze eine andere Ladung nimmt, aber die gleiche Erhöhung, dann landet das Ding komplett woanders. Das heißt, jede Ladung hat eigene Werte bei der Erhöhung. Das ist unglaublich wichtig, dass derjenige, der das ansagt aus der Tabelle, und der Richtschütze die gleiche Ladung von der gleichen Ladung sprechen. Dementsprechend die Ladung ansagen und die Erhöhung ansagen. Gut, Lemon hat das hoffentlich eingestellt. Und wir würden dann quasi uns idealerweise eine Stoppuhr zur Hand nehmen. Moment, wo ist mein Handy? Stoppuhr. Gut. Dementsprechend würde jetzt wieder der Feuerleittrupp bzw. der Mörsertrupp melden, dass er schießt. Also entsprechend Lehmann Schuss. Und das Ganze auch wird gleichzeitig gefunkt. Müsste es eine drin haben, Lehmann. Mhm. Ja, dann Feuer. Und die Stoppuhr starten. Ja, die Flugzeit waren 21 Sekunden. Schauen wir mal, ob das hinkommt. 5 Sekunden vor Aufschlag meldet dann über Funk der Feuerleittrupp bzw. der Mördertrupp: Achtung, Aufschlag. Sollte jetzt soweit sein. Waren wir im Ziel? Ja, komm, Gruppe. Wie gesagt, jetzt hat das beim ersten Schuss tatsächlich funktioniert. Manchmal passiert es, dass der zu kurz schießt. Wenn das vorkommt, dann wird ja sowieso der Beobachter sagen, dass ihr korrigieren sollt. Da muss man so ein bisschen überlegen. Das ist ein bisschen schwierig, da habe ich jetzt keine Lösung für euch. Weil es macht halt jetzt an der Stelle keinen Sinn, anfangen zu korrigieren, weil ihr ja eigentlich alles richtig gemacht habt und müsst einfach nur nochmal schießen. Vielleicht beim zweiten Schuss landet das Ding dann auch so, wo es sein soll, wenn der Bug auftritt. Der tritt nicht immer auf, das ist halt so ein bisschen das Problem. Meine Empfehlung, wenn quasi die vom Beobachter die Korrektur kommt und ihr feststellt, dass ihr eigentlich grob im Ziel seid, oder zumindest in der Richtung im Ziel seid, aber ihr einfach nur zu kurz oder zu weit geschossen habt, dann schießt einfach mit dem gleichen Daten nochmal. Wenn der Beobachter sagt, er konnte gar keinen Aufschlag beobachten, dann habt ihr höchstwahrscheinlich die falsche Ladung gewählt oder was komplett falsch gemacht. Aber wie gesagt, das zu kurz schießen erhöht sich zwar mit der Entfernung, aber wir sind meistens nur 200, 300 Meter. Das heißt, der Beobachter müsste den Einschlag trotzdem sehen. Das heißt, wir einfach nur diesen Bug im Hinterkopf behalten, dass das beim ersten Schuss sein kann, dass ihr zu kurz schießt. Muss nicht sein, habt ihr ja jetzt gesehen, dass es nicht passiert, kann aber passieren. Wenn ihr die Vermutung habt, dass ihr da einfach wegen diesem ersten Schuss zu kurz geschossen habt, dann schießt ohne Korrektur einfach nochmal. Jetzt gehen wir aber davon aus, ihr habt tatsächlich irgendwas falsch gemacht, beziehungsweise nicht falsch gemacht, sondern die Koordinaten waren ungenau und ihr habt nicht getroffen. Das heißt, wie wird dann die Korrektur umgesetzt? Damit das Ganze Sinn macht, wieder Blick in die Karte, wäre zweckmäßig, wenn der Beobachter eine andere Position hat. Deshalb setze ich euch mal eine Markierung und wir nehmen einfach mal an, dass der vorgeschobene Beobachter da hinten auf der Markierung sitzt. Also nicht im Turm, sondern bei der Markierung VB. Jeder die Markierung erkannt. Jawohl. Jo. Das heißt, der vorgeschobene Beobachter meldet euch ja jetzt seinen Seestreifen und die Korrektur. Das heißt, ihr müsst dann als Mörsertrupp hingehen. Eigentlich braucht ihr die Markierung für den VB nicht, die habe ich einfach nur zur Verdeutlichung gesetzt. Das heißt, der vorgeschobene Beobachter meldet euch jetzt seinen Seestreifen. Moment. Wären bei mir tatsächlich 3900-. Beziehungsweise, also ihr meldet euch
3900 oder 3900. 3900. Das heißt, idealerweise macht das jetzt der andere, der eben nicht mit der Karte rumgefummelt hat, dreht sein Kartenwerkzeug auf 3900. Das ist jetzt die Blickrichtung vom vorgeschobenen Beobachter. Das heißt, ihr müsst, den Punkt könnt ihr wieder vergessen, das war nur für mich zur Hilfe. Den Punkt habt ihr nicht. Also ihr wisst nicht, wo der vorgeschobene sitzt, sondern ihr hat euch nur seinen Sehstreifen genannt. 3900. Ihr dreht also euer Kartenwerkzeug so, dass es aufs anzeigt. Und die zweite Information, die ihr euch sagt, ist ja entsprechend abbrechen 200 oder was auch immer. Das heißt, ihr habt weiterhin euren Punkt X-Ray, was ja quasi unsere Ausgangsbasis war, und jetzt meldet euch der vorgeschobene Beobachter, Sehstreifen 3900, abbrechen 200. Das heißt, ihr schiebt euer Kartenwerkzeug auf 3900 und schiebt dann euer Lineal quasi so hin, dass ihr beim Punkt X-Ray seid und die 200 abmessen könnt. Also im Idealfall packt ihr den Punkt X-Ray auf die 200 und quasi da, wo 0 ist, da sollte dann der nächste Punkt hingehen. Dann kommt ihr da raus, wo der Punkt ohne irgendeine Schrift ist. Konnte mir jeder soweit folgen. War, glaube ich, ein bisschen sehr kacke erklärt. Ja, passt. Ja. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Ihr bekommt vom vorgeschobenen Beobachter seinen Sehstreifen. Der ist jetzt bei uns 3900. Und die Korrektur, die ihr einlegen müsst. Das werden abbrechen 200. Das heißt, einer von den beiden Mörsertypen dreht jetzt sein Kartenwerkzeug auf 3900, schiebt es mit der Entfernung, die angesagt wurde, also je nachdem, ob es zulegen oder abbrechen ist. Wenn es zulegen ist, dann schiebt ihr es mit der 0. Wenn es abbrechen ist, dann schiebt ihr es mit der Entfernung auf euren Punkt, den ihr quasi zuerst beschossen habt. Hier war es abbrechen 200, das heißt, ich schiebe mein Kartenwerkzeug auf der 200er Marke auf unseren Punkt X-Ray und habe dann beim Nullpunkt mein neues Ziel. Dementsprechend ist das jetzt für mich das neue Ziel. Heißt also, dementsprechend hatte ich ja angesprochen, idealerweise teilt ihr euch diese Aufgaben zwischen Lade- und Mörserschütze ein. Das heißt, derjenige, der zuerst angefangen hat, mit dem Kartenwerkzeug rumzuspielen, muss jetzt neu anfangen. Das heißt, der schiebt jetzt sein Kartenwerkzeug wieder auf den eigenen Standort, weil der ist hoffentlich richtig. Und schiebt dann das Kartenwerkzeug, also den roten Kreis, den roten Strich, auf das neue Ziel. Und kommt dann raus bei 25 40-. Sagt das dem Richtschützen, der stellt dann quasi die neue Richtung ein und dann braucht er wieder eine Entfernung und aus der Entfernung mit der Tabelle kommt eine Erhöhung. Dann kommt wieder quasi die neue Richtung mit der Erhöhung, die stellt er entsprechend ebenfalls ein und schießt dann nochmal. So korrigiert man das Ganze. War das bis hierhin verständlich? Wir werden das Ganze auch nochmal üben, da werden dann sicherlich nochmal ganz viele Fragen auftreten, dementsprechend. Soweit hoffentlich war das verständlich, aber wir machen das eh nochmal praktisch. Ja. Jawohl. Gut. Irgendwann haben wir uns dann eingeschossen. Also das heißt, wenn jetzt noch eine Korrektur kommt, dann quasi von dem neuen Punkt, an den wir gezielt haben, wieder mit dem gleichen Sehstreifen, weil der Sehstreifen verändert sich ja nicht, nochmal korrigieren. Und dann entsprechend so lange, bis dann irgendwann kommt, Wirkung schießen. Jetzt zum Wirkungsschießen. Prinzipiell, hatte ich schon angesprochen, schießt ihr einfach diese Kiste, die daneben steht, so schnell es geht, leer. Hatte ich aber ebenfalls oben auf dem Turm angesprochen, wenn ihr nichts verändert an den Eingaben, dann landet die Patrone oder das Geschoss fast schon punktgenau. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal 6 Schuss verschießt, dann würden 6 Schuss auf der gleichen Stelle landen. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen durchaus natürliche Streuung reinbringen. Das macht der Mörser nicht an sich, auch mit aktiviertem Wind nicht wirklich, sondern das müssen wir quasi manuell als Richtschütze machen. Grundsätzlich mache ich das immer so, dass ich
gucke, in der Tabelle, zumindest was die Erhöhung angeht, hatten wir unsere 850 Meter. Das ist bei Ladung 0, ist das ja eine Erhöhung von 1, 2, 2, 1. Dann gucke ich quasi die nächsten 50 und die niedrigeren 50, also wären das 800 und 900, gucke da quasi die Erhöhung und bei beiden, also es wären dann die 1, 2, 4, 8 und die 1, 1, 9, 3. Und das sage ich dann im Richtschützen, Erhöhung zwischen 1, 2, 4, 8, 1, 1, 9, 3. Das heißt, in diesem Bereich kann er das frei wählen. Also einfach komplett zufällig. Hoch, runter, da ein bisschen rumspielen. Bei der Erhöhung ist das relativ simpel. Weil die steht ja in der Tabelle drin. Bei der seitlichen Ablage wird es ein bisschen schwieriger, weil die ja variiert, je nachdem, wie weit das Ziel weg ist. Und da kommt die MKS-Formel ins Spiel. MKS steht für Breite des Ziels in Metern, Breite des Ziels in Strich und die Entfernung des Ziels in Kilometern. Oder anders, Breite in Metern, Entfernung in Kilometern, Breite in Strich. Da kommt dieses MKS her. Meter, Kilometer, Strich. Die Formel an sich steht in der Taschenkarte. Ich suche die mal selber raus. Kann aber sein, dass das die Formel nochmal umstellen müssen, aber dazu kommen wir gleich. Wo habe ich sie denn? Genau. Also die Formel, so wie sie in der Taschenkarte drin steht, ist, um mit dem DF die Entfernung zum Ziel zu ermitteln. Also wenn ich quasi der vorgeschobene Beobachter bin und kein Vektor habe, sondern das man ganz mit dem DF machen muss, so komme ich dann quasi an die Entfernung. Dafür ist die MKS-Formel eigentlich gedacht. Die können wir hier aber an der Stelle nutzen, wenn wir das Ganze ein bisschen umstellen, um entsprechend unsere seitliche Ablage zu machen. Also, wir haben ja unsere Breite des Ziels in Metern, haben wir ja 50, weil wir wollen plus minus 50 links rechts schießen. Die Entfernung in Kilometern wären theoretisch 8,5. In der Formel quasi ist aber noch dieses Tausender drin, sodass wir auch die Entfernung in Metern machen können. Was uns fehlt, ist entsprechend die Breite in Strich. So, jetzt muss ich gerade selber ein bisschen Hirnschmalz reinbringen. Moment. Formel umstellen. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, müsste es die Breite in Metern mal 1000 geteilt durch die Entfernung in Metern sein. Oder ihr lasst die 1000 weg und nehmt die Kilometer. Jo. Genau, und dann kommt ihr auf die Strich. Also das schreibt ihr euch am besten auf. 50 mal 1000 geteilt durch die Entfernung in Metern. Das wären dann bei uns. Wo ist mein Taschenrechner? Strich. Das heißt, das, was wir vorhin als Richtung hatten, das hatten wir quasi, hatte der Ladeschütze dem ja gesagt, unsere 2760. Da kamen wir quasi entweder 58 Strich addieren oder subtrahieren, also plus minus. Und das ist dann quasi unsere Grenze links rechts. In dem Bereich können wir dann schießen. Das heißt, die Erhöhung des Rohres mit der Tabelle und die Längs-Rechts-Ablage mit der MKS-Formel. Die MKS-Formel nochmal, schreibt es euch am besten auf. 50 mal 1000 geteilt durch Entfernung in Meter. Und das, was dabei rauskommt, ist unsere Plus-Minus-Strich, die wir dazu oder abziehen können bei der Links-Rechts-Ablage. Das Ganze dient einfach nur, um eine Streuung reinzukriegen, weil wir wollen nicht auf den gleichen Punkt schießen.
Und das Ganze wird dann entsprechend erst wichtig, wenn wir ins Wirkungsschießen kommen. Das heißt, sobald geladen ist, schießt der Richtschütze, verändert in diesen Grenzen sein Zielpunkt, schießt nochmal, verändert das Ganze nochmal zufällig, schießt nochmal und so weiter. Und so kriegen wir halt entsprechend die Streuung rein. So, jetzt habe ich euch wahrscheinlich mit wilder Zahlen komplett erschlagen, aber wie gesagt, wir kommen gleich zur Üblage und dann gehen wir das Ganze Schritt für Schritt durch.